Hey Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. Wir sind noch immer in den Schwarzmarschen, aber nicht wirklich in der materiellen Welt, sondern im Nichts. Und wir stehen nun vor dem Haus der Baroness und wollen gemeinsam mit Gerechtigkeit und den Dorfbewohnern, die eigentlich schon lange tot sind, dieses Anwesen jetzt stürmen. Seid ihr bereit, das Tor zu stürmen? Ich bin bereit. Gute Leute, die Zeit ist gekommen, uns dieser Hexe im Kampf zu stellen. Ihre Verbrechen sind schon viel zu lange ungesühnt geblieben. Nun ist die Zeit gekommen, eure Freiheit wieder zu erlangen. Nach all diesem Geschrei dort draußen habt ihr euch also entschieden, hier einzudringen? Und das ohne Einladung? Verdorbene Zauberin! Lasst diese armen Leute frei und beugt euch der Gerechtigkeit! Gerechtigkeit? So nennt ihr das also? Und was ist mit ihnen, die mein Zuhause mit mir darin niedergebrannt haben? Ihr habt unsere Kinder geraubt! Mit ihrem Blut habt ihr eure Eitelkeit befriedigt! Genau wie es mein Recht war. Ihr habt auf meinem Land gelebt, auf dem Land eurer Herrscherin. Euer Blut war mein, ebenso wie es jetzt eure Leben sind. Oh Mann. Wie konntet ihr da all das erschaffen? Wieso existiert ihr noch? Was haben wir denn hier? Haben diese jämmerlichen Narren also noch mehr Unterstützung gefunden? Wir sind nicht mehr allein, Baroness. Nun endet eure Herrschaft. Rein zufällig bin auch ich nicht mehr allein. Na. Der Sieg über euch und eure neuen Verbündeten ist mein Weg zurück. Dann wird die Mutter bezahlen für ihren Verrat. Na, das glaube ich aber nicht wirklich. Ihr solltet hinsichtlich eurer Schoßtierchen wählerischer sein, Baroness. Hätte ich lieber euch nehmen sollen, Sterblicher? Wir müssen es beenden, sofort! Das graue Wächter ist gefährlicher, als ihr denkt! Ist das so? Wie ihr wünscht, Kreatur. Vernichtet sie und ihr werdet die Belohnung erhalten, die ihr erbeten habt. Genug der Worte! Es ist Zeit für die Schlacht! So was? Okay, muss ich gegen die Baroness? Nee, sie ist nicht angreifbar. Ja, Anders, meine Güte, stell ich mal nicht so an. Oh, der Erste, der ist orange, das ist schlecht. Dunkle Brut! Das ist schlecht, aber ich glaube, die Viecher kann ich ganz einfach ausschalten. Die beiden da oben. Ja, nämlich so. Was, der lebt ja noch? Widerstanden? Ich glaube, es hackt. Was, da gibt's ja auch noch die Brut? Ach, die, natürlich sind die auch noch da. So, warte mal, machen wir mal das hier. Und dann machen wir nochmal das hier. Und dann ist der schon mal weg. Und dann vielleicht nochmal das Eis. Widerstanden, wenn ich sowas schon sehe, ne? So, dann hau ich erstmal eine Heilung für mich raus. Anders, warum hast du schon wieder keinen Mana mehr? Warum? Oh, der Erste, der ist gar nicht mal so leicht anscheinend. Ich hau mal hier eine Blüte rein. So, dann kriegen alle ein bisschen Regeneration. Zwar auch der Erste, aber das ist egal. So. Okay, kriegen wir hin, Leute. Kein Problem. Ah, warte mal, treffe ich da eben... Ja, gut. Uiuiui. Der verdrischt Oberyn ja ganz schön, ne? Oioioi, warte mal, kannst du mal eine Gruppenheilung raushauen? Hier, so, moin. Mach mal. Sag mal, was haut der denn Oberyn da alles weg? Ist ja unglaublich. Schickt mich los! Nein, ihr Narr! Wieso habt ihr sie nicht vernichtet? Es sind zu viele. Es muss mich zurückschicken durch den Schleier. Sofort, bevor es zu spät ist. Oh, ich werde den Schleier öffnen. Ich schicke sie alle zurück. Ihr jedoch, euer Leben wird mir die Kraft dafür geben. Nein! Nein!
Ja, sie ist schon eine Nette. Bin ich? Was geschieht hier? Nein, das ist die Welt der Sterblichen. Hinter dem Schleier. Und dies... Dies ist ein sterblicher Körper. Ich bin darin gefangen. Oh... Oh Mann. Der Geist der Gerechtigkeit? Wie seid ihr hierher gekommen? Die Hexe hat in ihrer Eile den Schleier durchtrennt und wir alle wurden hindurchgerissen. Sie ist ebenfalls in diese Welt gekommen. Könnt ihr sie denn nicht spüren? Die Baroness ist in der Nähe. Oha, ich hab's mir schon gedacht. Wir haben sie schon einmal besiegt. Oder... wie ist das möglich? Ist sie nicht ebenso tot wie all die anderen? Ihr verkennt die Situation. Die Baroness ist nicht sterblich, so wie ihr oder die Dorfbewohner, die sie gefangen hielt. Sie war einst eine Sterbliche. Doch nun ist sie ein Dämon des Hochmuts. Die Sterblichen, die sie gefangen hielt, dienten ihr als Nahrung. Doch hier, in eurer Welt, wird sie etwas vollkommen anderes sein. Na super, was schlagt ihr also vor? Der Schleier wurde durchtrennt. Und die Risse müssen geschlossen werden, damit nicht noch mehr Dämonen in diese Welt eindringen. Ich kann eure Waffen vorübergehend so verändern, dass sie die Magie des Nichts zurückschlagen können. Aber wenn wir die Baroness besiegen wollen, müssen wir uns beeilen. Okay, das war jetzt reichlich, wie soll ich sagen, unspektakulär. So, wir nehmen mal mit. Oren, du bleibst leider mal da. Ja. Ja. So. Aber warum hat man hier so viele Kerle? Ich habe wirklich nur Sigrun als Frau, als einzige Frau. So, der Erste. Was hast du denn? Auserwählter der Mutter. Aha. Rüstung des Behüters. Oh ja. Ist das gut. Nehmen wir natürlich alles mit. Na gut, ihr sagtet ja schon. Ich werde noch einen richtigen Tank bekommen. Das ist natürlich Gerechtigkeit. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit berechnet. Ich würde sagen, wir nehmen Behüter und Templer, oder? Oder Champion. Oh ne, komm, wir nehmen Templer. Nee, haben wir eigentlich schon gehabt mit Alistair. Oder Leute, ich weiß es nicht. Ja, komm. Dann nehmen wir da Champion. Achso, ich brauche mehr Klugheit. Habe ich überhaupt die Möglichkeit? Nö. Geht nicht. 63 Stärke hat der Kerl. Meine Güte. Nehmen wir erstmal Gesundheit, noch Willenskraft und das war's dann schon. Oder? Soll ich vielleicht stattdessen Kampftaktiken? Ich nehme noch eine Kampftaktik dazu. So viel Willenskraft braucht der Kerl nicht. So, Champion. Überlegenheit natürlich. Ist ganz gut. Todesstoß. Ja komm, geben wir ihm alles. Massaker. Ist alles aktiviert, ne? Das werde ich erstmal kurz außer Acht lassen. Ja komm, das geben wir ihm auch. Ich lasse den einfach mal machen, wie er will. Hat er Waffen? Okay. Panzer. Bollwerk. Ich weiß gar nicht. Soll ich ihm noch was Champion-mäßiges geben? Meisterhafter Behüter. Warte mal, Sturmangriff brauche ich ja eigentlich nicht. Hau ich ihm das hier mal rein und... Ich würde ihm gerne noch das Passive reintun. Perfekter Schlag. Ja, Überlegenheit. Ach komm, ist ja egal. So, dann lege ich dir noch kurz ein Schema fest. Nämlich Verteidiger des wahren Blödsinns. Und, achso. Ja. Nochmal speichern. Ja, ihr wisst ja, ne, was passieren kann, wenn ich das nicht tue. Blut der Verderbnis. Uiuiuiuiuiui. Wo habe ich das denn aufgesammelt, sag mal? Ohoho. Das ist ja Hammer.
Gift und Schlangengift, Angriff, kritische... Nee, das wäre eigentlich eher was für Anders, wenn ich mir das so überlege. Ja, ich glaube, das ist eher was für was Krieger oder Schurke. Ja, toll, er ist Magier. Haha, bringt ja wenig. Bringt ja wenig. Nee, dann kriegst du das. Coole Sache. Nettes Ding. Was haben wir noch für dich? Rüstung. Ja, komm. Hier. Oh, die sieht so geil aus, die Rüstung. Guckt euch mal an, noch so ein Gesicht vorne drauf. Mit dunklen, rot leuchtenden Augen. Geile Sache. Warte mal, ich würde sagen, du kriegst das Mal des Göttlichen noch rein. Weil die Resistenz ist schon ziemlich gut. Was? Eins auf alle Attribute und Ausweichen. Wow. Helm habe ich keinen mehr für dich, das ist ja schade. Na gut, Gerechtigkeit. Schauen wir auch gleich mal. Moment, ganz kurz. Ich habe mir noch irgendwo... Ja, ich habe mir noch eine Liste. Haha. Warte mal. Ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber ich will noch die Geschenke loswerden. So, erstmal kriegst du Christophs Andenken. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Wow, plus 10, gar nicht mal so schlecht. Traumverse war auch noch für ihn. Ich weiß nicht, wie ich euch dafür danken soll. Aha. Lyriumring, den kann ich ihm auch geben. Und Christophs Medaillon. Mein Dank ist euch gewiss. Oh, da hat er schon eine Fähigkeit bekommen, ihr habt's gehört. Lyrium, die Stimme des Erbauers, ist auch für ihn. Mein Dank ist euch gewiss. Ja, und den Lyrium-Ring. Ich glaube, das ist sein, ja, wie sagt man da? Sein Spezialgeschenk. Was ja. Ist das für ein Klang? Welch wundervoller Gesang. Der Stein in diesem Ring besteht... Darf ich ihn behalten? Gehört er mir? Natürlich, das ist bei Geschenken so üblich. Wenn die Sterblichen im Nichts von Lyrium träumen, ist es etwas anderes als dies hier. Das Lied macht mich traurig. Aber es ist auch atemberaubend schön. Ich muss von allen Dingen, die ich in dieser Welt gesehen habe, ist dies hier das Kostbarste. Ich werde ihn bei mir tragen, um mich immer daran zu erinnern, dass selbst im Unglück noch Gutes zu finden ist. Das ist ja schön. Plus 17, wow. Wow, wow, wow. Was hat er denn jetzt? Beide Konstitutionen hat er. Und 51. Naja, gut. Immerhin ist er mir ganz zugetan. Na, coole Sache, Leute. Das war jetzt gar nicht... Also, ich hätte es jetzt anders erwartet. Oh, Portal im Nichts. Was ist das denn? Hier, ich schieß mal einfach was rein. Was haltet ihr davon? So, peng. Ich mach dich kaputt. Ja, yeah, komm, helft mir mal, Leute. Aua. Hau mich nicht um. Jetzt will ich mal sehen, wie er abgeht. Ja, komm. 52. Ach, shit. Warte mal. Soll ich dem helfen jetzt? Also richtig helfen? Ich könnte ihn einfach wahrscheinlich mit einem Zauber umhauen, den Typen. Ach man, der ist immun gegen Eis. Das ist ja blöd. Uiuiui. Diese blöden Wiedergänger, ne? Die sind ganz schön heftig. Guck's dir mal an. Sack. Ja, stirb jetzt. Stirb. 12 Gold. Wow. Krasse Sache. Krass, krass, krass. Ah, die eiserne Truhe. Genau. Die kann ich mir jetzt alle schön holen, die Schätze. Weil ich habe ja den Riss im Schleier beseitigt. Wahrscheinlich hätte ich das nicht gemacht, wäre ich da niemals rangekommen. Also es ist schon ganz gut so. Ich werde es tun. Stiefel des Behüters und Elementsprenger. Achso, ja, das ist eine Bombe. Bleib mir weg damit. So, Stiefel des Behüters. Uiuiui. Okay, das ist alles wahrscheinlich mit der Rüstung hier gekoppelt. Also finde ich noch die anderen Rüstungsteile jetzt. Und dann kriege ich da nochmal einen schönen Set-Bonus. Das finde ich immer das Tolle, wenn man so ein Set beisammen hat. Warte mal, da war ich. Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Ach, da komme ich gar nicht durch. Ich sehe kaum was. Es ist so matschig hier einfach alles. So. Oh, da ist wieder ein Portal im Nichts. Ja, ja. Oh, nö. Nicht Sog. Mach mal deinen Sog weg, bitte. Oh, das ist ja doch kein Magier. Huch. Ich dachte, es wäre ein Magier. Nein. Geht weg von mir.
Geht weg von mir. Warte mal, ich muss das schnell schließen hier alles. Sonst ist er zu spät. Betrachtet es als erledigt. Kann ich da vielleicht... warte mal, ich hau noch mal einen raus. So. Wird erledigt. Hey, da ist schon zu. Super. Kann ich dich crushen? Nee, geht gar nicht. Schade. Ich dachte, den kann ich so zerschmettern. Jetzt ist es Zeit zu kämpfen. Oh, und ein Level up. Schön. Nein, nicht Spinne. Spidey, nicht da rein. Ich werde es tun. Bams. Ich find das so doof. Sein Schwert hat Eisschaden und die Viecher sind immun gegen Eis, ne? Das ist voll praktisch. 2 Gold. Naja, ich habe gedacht, es gibt wieder 12. Oh. Ach, das ist so eine Knochen. Ich dachte, das wäre eine Falle eben. Ganz kurz so ein Klemmeisen eben. Also, ne? Nicht Klemmeisen. Das ist ja für die Haare, glaube ich. So ein Lockenstab. Nein, nein, nein. So eine richtige Falle eben. Okay, kritische Trefferchance und Angriff. Naja, also ich hätte mir jetzt was anderes versprochen von einer Rüstung, die eigentlich für Tanks ist. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Er sieht so böse aus. So richtig. Aha. Distanzgeschosse und bla. Wappen des Griffon. Na gut, was kann ich eigentlich mit diesem Ding hier machen? Ich meine, ich habe es ja schon aktiviert im Nichts. Vielleicht... Aha, Gladiatorengürtel. Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft, Angriff. Das ist auch wieder was für ihn, glaube ich. Ey, du wirst ja von mir hier verwöhnt. Du kriegst... Kaum, dass er in der Welt ist, kriegt er hier die beste Ausrüstung, sag mal. Kritische Trefferchance, ja, ist auch nicht so. Wie das halt aussieht, wie geil die Rüstung. Wenn es sowas für Magier gäbe, richtig badass, das Teil. So, hier ist nochmal eine Truhe. Oh, was ist da? Was? Hinweis. Versteckter Hinweis. Achso, die ist da an der... gut. Auf der anderen Seite. Ich bin ja mal gespannt, was diese Baroness jetzt für ein Vieh ist. Ich schätze mal nicht, dass sie uns in menschlicher Form irgendwie entgegentreten wird, sondern eher so monströs ausschaut im Endeffekt. Aber den Hinweis, den brauche ich doch gar nicht mehr. Das war doch für Christophs Lager, oder nicht? Ja, ja. Ach, genau. Der Drache. Apropos. Da war ja noch was. Die Drachenknochen. Komme ich denn jetzt da hin? Okay, hi. Noch mehr nach. Wird erledigt. So, komm her. Seid lieber vorsichtig. Geh kaputt. Oh, dieser verdammte Sog. Zum Glück hat er mich nicht erwischt. Betrachtet es als erledigt. So, bist eingesperrt. Keine Chance mehr, mein Freund. Da oben ist aber auch noch was. Komm, wir gehen erstmal darauf. Ich erledige das. Ja, das ist schön, Nathaniel. Kannst du machen. Noch ein Portal. So, wie viel hat's denn hiervon? Muss ich die erst alle vernichten? Oh! Mach weg hier! Ach komm! Hier! Portal ins Nichts oder im Nichts. Na gut. Aua! Aua, aua, aua! Aua! Oh, komm schon! Haut das Portal weg, bitte. Danke. Macht das schön. So, jetzt erstmal Ruhe hier. Wie viele Portale gibt's denn noch? Wahrscheinlich sind die überall verteilt von dieser blöden Baroness. Die scheint wirklich Angst vor uns zu haben, sonst wird sie nicht hier alles hochziehen an Verteidigungsmaßnahmen. Na gut, da gibt's wahrscheinlich die Handschuhe. Nein, Helm des Behüters. Konstitution, Gesundheitsregeneration und Verteidigung. Wow, das ist so gut. Diese Rüstung ist so gut, Leute. Die ist richtig super. Boah, ist sehr cool jetzt. Achso, die Handschuhe habe ich ja schon. Oh Leute, guckt es euch halt mal an. Was für eine fiese Sau. Guck mal, der sieht ja aus wie Sauron. Nur noch ein bisschen übler halt. Bisschen badassiger. Gibt's davon eine Steigerung? Von Badass? Naja. Wenn, dann würde sie wahrscheinlich Gerechtigkeit heißen. Oder so aussehen wie sie. Wie er, wie es, was weiß ich. So. Jetzt wird's, glaube ich, spannend. Da vorne sehe ich nämlich schon was rumstehen. Was ist das denn? Wer ist das, besser gesagt? Das ist also die Welt der Sterblichen. Sie wirkt so öde, so starr und unveränderlich. Aber ich bin hier. Ich habe den Schleier durchquert. Die Geister werden neidvoll zusehen, wie sich die Sterblichen vor mir verneigen. Das wird nicht geschehen, Dämon.
Ah. Ich wurde offenbar nicht als Einzige hierher gebracht. Wie ermüdend. Naja, könnt ihr mir das mit dem vor mir verneigen nochmal erklären? Soll ich einfachere Worte verwenden? Mir war nicht klar, dass ich die Welt der Sterblichen auf diese Weise betreten kann. Hätte ich es gewusst, wie auch immer. Jetzt bin ich hier, nicht wahr? Schon bald werde ich die Königin sein, die diese Welt verdient. Und ihr, ihr werdet mein erster Untertan sein. Ach, na sicher. Ach du. Ich glaube, so hat sie sich das nicht vorgestellt, die liebe Baroness. Alter Schwede. Na gut. Ich finde trotzdem, Gerechtigkeit sieht noch ein bisschen heftiger aus als das Vieh. Bist du magisch? Nein, aber er kann zaubern. Oh oh oh. Was ist da los, Gerle? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Hier, komm her. Alter Schwede, Gerechtigkeit kriegt ganz schön aufs Mett, du. Bist du... Hast du Blut in dir? Nee, es ist immun, verdammt. Warte mal, was kann ich denn noch tun? Oh nein. Oh nein, der ist ja gegen alles immun. Achso, jetzt habe ich meine... Oh, ich bin so blöd. Falscher Zauber! Da rennt er einfach weg, der Feigling. So, warte mal. Hier, Zauberblüte für euch. So, ich glaube, dem Vieh, das macht das nichts aus, dass wir jetzt eh unendlich Mana haben. Guck mal, sie ist schon halb tot. Du bist ja schon halb tot, ihr Vieh. Gut, 149, na immerhin. Ich kann gleich nochmal eine Pulle saufen. Ich bin soweit. Seid lieber vorsichtig. Ich werde es tun. Oh, das war falsch. Ich wollte was anderes. Oh, Vorsicht. Komm, noch eine Pulle. Gib, gib, gib. Aber ich bin hier nur am Heilen. Rennt das Vieh denn hin? Sag mal. Bleib doch mal hier, du Feige. Feige Truller. So. Ich weiß, du wolltest gerade einen Blitz zaubern, aber Pech. Wird erledigt. Was macht das denn? Was machst du denn da? Baroness. Hast du gerade... Oh, oh. Wow. Hast du gerade ein bisschen an Gerechtigkeit rumgesaugt, oder wie? Finde ich aber ziemlich uncool. Au, Mann, kannst du dich mal... Hier, auffrischen. Eieieiei. Sag mal, der kriegt aber gerade ganz schnell auf die Schnauze, ne? Ich glaube, ich verpasse dem mal ein Schild. So, du bist weiter auf Gerechtigkeit. Hau den mal weiter von mir aus. Ja, kannst du machen. Der wird wahrscheinlich genug Akku aufgebaut haben. Als dass er jetzt hier noch weiter die verliert. Hallo. Oh, jetzt ist es auf Nathaniel das Vieh. Nein, noch nicht Gerechtigkeit. Mann, ey. Warum kann ich nicht heilen? Achso, ach, hat Cooldown. Du bist gleich tot, weißt du? Durch Blutvergießen lässt sich kein Ruhm erringen. Tja, das war nix. Hochmut kommt vor dem Fall. Nun ist es vollbracht. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Mein Schwur ist erfüllt. Mögen die Opfer des Wahnsinns dieser Frau in Frieden ruhen. Wo auch immer sie nun sind. Also wenn du mich jetzt verlässt, ne? Ihr wisst nicht, wohin sie gegangen sind? Nein. Die Geister glauben, dass es noch einen Ort jenseits des Nichts gibt, aber... Wir haben auf derartige Fragen nicht mehr Antworten als ihr Sterblichen. Mir ist die Rückkehr ins Nichts verwehrt. Ich bin hier gefangen im Körper dieses... grauen Wächters. Es gibt noch Erinnerungen dieses armen Mannes. Sie sind unklar, aber es war ein grauer Wächter. Die dunkle Brut hat ihn getötet. Jener, den man den Ersten nennt? Ich war...
Die Dunkle Brut sind jene Kreaturen, gegen die die Grauen Wächter kämpfen. Und das war auch euer Bestreben, als ihr ins Nichts gelockt wurdet. Ja, nun verstehe ich. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nichts über diese Welt, nichts, was über die spärlichen Erinnerungen dieses Grauen Wächters hinausgeht. Ich habe nicht den Wunsch, zu sterben. Was soll ich tun, Sterblicher? Ihr scheint ein Wesen edler Gesinnung zu sein, und ihr stammt aus dieser Welt. Habt ihr einen Rat für mich? Ihr wisst nichts über diese Welt? Wirklich überhaupt nichts? Die Dämonen suchen nach den Träumern, jenen Sterblichen, die das Nichts betreten, und nähren sich aus ihren Erinnerungen. Meine Art kennt dieses Verlangen nicht. Wir bedauern euch, Sterbliche, die ihr an diesem trostlosen Ort gefangen seid. Und nun bin ich selbst gefangen. Ich habe hier keine Aufgabe, kein Ziel. Na gut, dann kommt mit mir. Der Körper, den ihr bewohnt, war der eines grauen Wächters. Ihr meint, ich soll die Mission dieser Sterblichen fortsetzen? Als grauer Wächter? Es war einer der dunklen Brut, der diesen Sterblichen so niederträchtig ermordet hat. Und die Verantwortlichen sind noch am Leben. Diesen Tod zu rächen, ja, das wäre ein Ziel. Nun gut, wenn ihr es gestattet, würde ich mich euch anschließen, grauer Wächter. Natürlich. Soll ich euch ab jetzt Christoph nennen? Das ist nicht mein Name. Ich habe keinen Namen. Nur eine Tugend, nach der ich strebe. Und wenn ich einen Namen benötige, dann nennt mich bitte so. Ich bin Gerechtigkeit. Und fürs Erste bin ich froh, an eurer Seite zu reisen, grauer Wächter. Na gut, Gerechtigkeit stimmt zu. Das ist schön. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, es läuft ein bisschen anders ab, denn... ja, ich will es mal nicht sagen an dieser Stelle. Nachdem der Staub entfernt wurde, ist Folgendes zu lesen. Das Dorf ist verlassen. Möge der Erbauer den armen Seelen Frieden schenken. Ja, das haben wir hier schon gehabt. Oh, was hat sie denn schönes Feuerstampfer? Hohoho. Ach, schade. Ich habe gedacht, da gibt's Feuerschaden. Geschicklichkeit, Feuerresistenz und körperliche Widerstandskraft. Seelenbund, Geistesresistenz, Zauberresistenz, Geistschaden. 100%! Alter Verwalter, Schlüssel zum Lager am Hafen. Coole Sache, Leute. Ich glaube, ich ziehe mir das alles mal an. Ich meine, ich musste meine Ausrüstung einbüßen. Ja komm, ich nehme hier Geschicklichkeit, Feuerbla und so weiter. Geschicklichkeit gibt mir, glaube ich, auch ein bisschen Dodge, oder? Also Ausweichen. So, Seelenbund. Boah, ist das krank. Was nehme ich denn dafür raus? Ich glaube, ich nehme auf jeden Fall die Willenskraft raus. So viel bringt mir das dann auch wieder nicht. Hä? Habe ich das nicht jemandem gegeben? Hier den Ring? Ach nee. Jetzt hat er ja einen neuen Ring bekommen. Ja, dann tun wir den mal raus. Mal das Göttliche. Du bist ja ein Tank. Ich meine, du brauchst das eher als ich. Geile Sache, Leute. Er hat sich jetzt itemtechnisch ja richtig gelohnt. Ach so, warte mal, das Schwert. Ich glaube, ich könnte wissen, woher das übrigens war, wo ich letztes Mal überlegt habe. Das, was jetzt hier Gerechtigkeit hat. Blut der Verderbnis. Das habt ihr mir geschrieben. Das ist aus die Chroniken der dunklen Brut. Die habe ich ja zwischen reingeworfen hier. Und ja, nun habe ich sie bekommen. Also die Waffe. Coole Sache. Ist echt gut, das Teil. Wie ihr meint. Da habt ihr schon recht. So, da, jetzt kann ich die Truhe öffnen oder was? Sehr schön. Sehr schön. Oh oh. Wer grunzt da? Wahrscheinlich wieder Genlocks oder sowas. So diese Schurken-Genlocks. Nee, ein Schattenwolf. Ach, die habe ich ja ganz vergessen. Hier. Und wie gibt's denn noch von euch, sag mal? Und tschüss. Wird erledigt, könnte euch dabei helfen. Das war's also nicht. Oh, was ist da? Ring der Härte, Konstitution, Gesundheit, Sonnenkampf. Ja, ich glaube, das ist doch was Schönes für Nathaniel, oder nicht? Was hat er denn gerade? Geschicklichkeit, Klugheit, Klugheit. Ja, ich glaube, das kann ich raus, oder? Die 10%, oder? Nee, das gebe ich dann Siegrunden, das Teil. Ist ja auch nicht so wichtig. Lass du noch einen stecken. Geld. Ja, Geld nehme ich immer. So, was haben wir hier noch? Ohohoho. Warum habe ich da zweimal eine Vorlage drin? Das macht überhaupt keinen Sinn. Einmal reicht doch. Meisterhafte Verlangsamungsrunde des Paragon. Alter Schwede. Ach, das war nur für die Tür, dieses... Der Schlüssel zum Lager. Verdorbener Stockfisch. Ein Schwert. Quest absolviert. Sir Alberts verschollenes Schwert. Du hast Sir Alberts Schwert in einer verrotteten Kiste gefunden. Sieht nicht außerordentlich wertvoll aus. Na gut, denn...
schwarze Rückstand. I. I. Bar E. So, wo ist es denn? Ist das ein Quest-Item? Wahrscheinlich, ne? Oh, die ganzen Knochen. Oh, Leute, das werde ich nächstes Mal machen. Das werde ich nächstes Mal machen. Garn, übel riechende Flüssigkeit und ein Drachenknochen. Betrachtet es als erledigt. Sehr gut, dann habe ich jetzt die Quest fertig, oder? Ich habe alle Knochen beisammen und kann den jetzt zusammensetzen. Mal sehen, was bei rumkommt. Liebe Leute, ich würde sagen, ich beende aber den Part. Ich würde mich sehr auf euer Feedback freuen. Gebt mir eine Bewertung, schreibt mir was. Und dann geht's auch bald weiter mit Dragon Age Awakening. Und die Truppe ist mittlerweile so geil. Ihr glaubt's gar nicht.